Willkommen zum 17. Adventskalendertag, zum 17. Türchen meiner Adventskalender und den zwei Dingen, wo ich denke, sie sind am coolsten. Mit einmal dem Guardians of the Galaxy und dem Marvel. Wir fangen mit Guardians of the Galaxy heute an. Zack! Und im 2021er Kalender war dieser kleine Flugkollege mit bei. Das müsste die... Ist das die Milano? Es könnte die Milano sein. Müsste eigentlich die Milano sein. Nein, ich mache sie diesmal nicht auf den Weihnachtsbaum, wie eben die Schiff der Wächter. Das kommt einfach woanders hin. Kommt, machen wir aber später. Gucken wir uns erstmal den Kalender an. Gestern hatten wir den 17. aufgemacht. Ne, den 16. Heute ist das 17. Ah, oh, kommt man schon völlig durcheinander bei diesem ganzen Weihnachtsstress. Die 17. ist nämlich hier unten. Zack, einmal auf mit der Hütte. Und wir haben einen Schneemann drin. Ein Schneemann, noch was zum Dekorieren. Den einen Schneemann haben wir schon aufgestellt. Und den kriegen wir dann definitiv auch cool irgendwo untergebracht. Wenn's denn aus der Tüte will. Da ist er auch schon fertig. Ein kleiner netter Schneemann, ein Thanos. Ein Ersatzkopf ist mit bei, komischerweise, vielleicht ist der einmal zu viel, das weiß ich nicht. Soll da ein Ersatzkopf mit bei sein? Oh, nee, ich hab's falsch gebaut. Oh, guck mal, da unten habe ich was vergessen. Ah, vor lauter Baufreude ist ja gar kein Ersatzkopf für mich, sondern für den Schneemann. Und jetzt sieht er auch gar nicht mehr so gedrungen aus. Jetzt sieht er aus wie ein Schneemann. Da freue ich mich, den zu platzieren. Hat aber unten auch keine Noppe, deswegen würde ich sagen, ich nehme einfach die goldene Noppe. Dann ist es ein bisschen einfacher, den später hinzustellen. Und dann gucken wir einfach mal, was jetzt noch im Star Wars Kalender auf uns wartet an diesem wunderschönen Tag. Zack. So. Türchen Nummer 17, gleiche Stelle, gleiche Welle. Oh, da ist ein, hier war der, zur Info, hier war der goldene C3PO drin. Und wenn ich das jetzt aufmache, das 17. Türchen, ist da vielleicht der R2D2 drin? Also ich habe keine Adventskalender-Videos von anderen Leuten geschaut bisher. Oder eben auch Reviews, was in welchem Türchen drin ist. Ich lasse mich einfach überraschen. Haha, Logik siegt. Nee, oh, okay, das ist nicht R2D2, das ist ein Snowtrooper. Verdammt, ich hatte wirklich schon Lust drauf, dass letzte Fett am 24. drin, mal gucken. Dann bauen wir den Kollegen mal auf. Da müssen wir keine Zeitreise machen und das Ding voranziehen. So, cool ist an diesem Teil, wir haben einen dunkelhäutigen Kollegen. Zack, einmal Köpfchen drauf, einmal Schuhe drauf. Und einmal Schnee, da passt halt super in das Wintersetting, kriegt noch eine Wurm in die Hand. Ist der Rechts- oder Linkshänder? Rechtshänder, machen wir Rechtshänder. Und er hat schöne Dark Tan Hände. Finde ich cool, passt auch in die Stadt. Diesmal passen zwei von drei Sachen schön in die Stadt rein. Und dann basteln wir mal die zwei Dinger hin. Und ich würde sagen, sehen wir uns in der Stadt wieder. Wir fangen heute mit Marvel an, denn das Schiff da, die Milano womöglich, die können wir mal zum Helicarrier legen. Die fühlen sich da hinten bestimmt wohl. Ne? Die sind dunkelblau und grau, die fühlen sich da ganz wohl. Den Schneemann, den möchte ich jetzt ungern zum zweiten Schneemann stellen, den ich da schon positioniert habe. Den stelle ich notgedrungen oder einfachheitshalber hier drüben hin. Da macht er sich doch auch ganz cool, dieser Thanos-Schneemann. Direkt neben Nebula, Thanos auf der anderen Seite. Ich finde es richtig nett. Ich finde, da ist Party im Gange. Da direkt vor dem Süßigkeitenladen. Da geht die Unze. Das finde ich cool. Und dann haben wir natürlich noch die lange, 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 sehr leere Star Wars-Ecke. Ich gehe jetzt mal ganz um den Tisch rum. Da sitzt der Cody einsam, da ist der C3PO, da ist ein Droide. Und jetzt kommt noch ein Snowtrooper hinzu. Komm, den setzen wir hier einfach dazu, auf die Bank. Die freuen sich. Zack. Ah. Die warten hier aufs Christkind. Das finde ich niedlich. Ah, der Darth Vader zieht seine Runden hier unten auf der Eislaufbahn. Der darf dann drüben nicht mitspielen. Ich finde, auf der Eislaufbahn mit den Flossen sieht er viel zu lustig aus. Und die kleine Star Wars-Ecke da hinten. Ah, da freue ich mich, wenn noch R2-D2 kommt, wenn er zu C3PO sich gesellen darf. Das wird richtig nett. In diesem Sinne, danke fürs Gucken und bis morgen. Tschüss.